Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Elder Scrolls Online. Wow. Ja, okay. Ich habe irgendwie tägliche Belohnungen bekommen, aber das wurde irgendwie geknickt. Muss ich das wieder finden? Joa, sehr professionell. Kronenkisten, Kronenshop, natürlich alles, was Geld kostet, hervorgehoben, aber das ist nicht schlimm. Kadergruppe, Freunde gehen, Nachricht, Benachrichtigung. Tägliche Belohnung, okay. Ich möchte gerne 50 entziehendes Goldküstengift. Wer braucht das? Ja gut. Nehmen wir an, aber ich hätte lieber das Besseres gehabt. So. Die anderen Sachen schaue ich halt gerne nicht so an. Immer wieder täglich. Damit wir auch uns ein bisschen überraschen können. Und wir haben ja gesagt, wir sparen jetzt momentan auf. Oder haben wir Handwerk versorgen? Ne. Seelenmagie setzen wir weiter auf. Ja, genau. Die leichte Rüstung müssen wir noch haben. Die mittlere Rüstung. Gut. Wir waren hier. Und, jetzt müssen wir... Oh, ich sehe gerade, das Anti-Aliasing ist echt schlecht in der Entfernung. Obwohl es bei 16 ist. Aber gut, da ist trotzdem mega schön. Ja, wann gibt es mal 32er Anti-Aliasing oder sonst was? Das ist langsam halt auch nötig, weil diese Spiele natürlich viel mehr Sichtweite haben. Kann man halt natürlich nicht so Treppeneffekt bei diesen... Seilen haben. Aber gut, jo. Meine Grafikkarte. Ich muss sie einbauen. Ich habe doch eine neue Grafikkarte. Also, was machen wir heute? Wir gehen nach Balmora. Ich habe keine Lust auf Satanin gerade. Es ist zu wenig los. Also, ja, vielleicht ist schon etwas los, aber ich habe jetzt keinen Bock, jetzt hier Quests zu machen. Lieber nach Balmora gehen. Das weiß ich als Morrowind-Profi. Ah, habe ich damals das Spiel geliebt. Und jetzt immer noch. Aber halt einfach, ja. Es muss mal ein Remaster kommen. Genau. Und ja. Meistens ist es halt von den Aufnahmen nicht so gut, oder? Alte Spiele machen immer Probleme mit Aufnahmen. Und die haben dann entweder zu laute Ambient-Sound, weil das meistens in den anderen Spielen nicht runter skalierbar war. Oder halt einfach irgendwelche Grafikbugs oder sonst irgendwas im Aufnahmegerät. Und das geht es nicht so gut. Also als Laie. Ich bin ja halt noch nicht so ein Profi. In OBS einstellen und so, da kann ich ja gerne ein paar Hilfe bekommen. Wenn ihr das wollt, also das machen möchtet für mich. Mich da ein bisschen mehr lernen. Dann dürft ihr das gerne machen. Weil ich bin... Je länger ich OBS benutze, desto verwirrter bin ich irgendwie von OBS, weil es auch immer wieder neue Updates gibt und alles mögliche. Also es ist eher schwieriger, OBS zu kennen, also zu meistern, als anzufangen mit OBS. Ja. Lol. Ist eine Festung. Das ist genau dort, wo das Halu-Haus war. Aber ist es jetzt wieder? Ist das jetzt schon das Halu-Haus? 1000 Jahre früher. Weil dort war nichts unbeendigte Ruhe. Was ist es denn? Ein Fenster? Was ist denn das? Das Beste? Ja, manchmal weiß ich nicht, wieso in 1000 Jahren nichts passiert ist im Moment. Gar nichts. Und im Elder Scrolls allgemein. Ja, ich komme nicht hoch. Ne? Schade. Aber schade, dass es irgendwie gleich groß geblieben ist, dass es sogar noch kleiner wurde, die Spielwelt, weil ich bin jetzt schon relativ weit im Landesinnen, also es ist einfach ein bisschen wenig, also, ja, natürlich wieder am Nörgeln, aber, wer bist denn du? Seid gegrüßt. Okay. Die Lautstärke ein bisschen höher stellen. Komm, reden. Dialog, also Maximum. Ja.
ist ja blöde, dann ist die Ding Lautstärke. Ach Gott. Das Einstellen vom Sound ist das Schlimmste, was du in einem als Let's Player oder Livestreamer haben kannst. Datan anwesen. Ja, da bin ich kein Dieb. Ey, ich habe immer Sucht nach irgendwas. Wieso ist das in The Elder Scrolls, in den Spielen, immer so wichtig zu klauen? Wenn man das im Real Life machen würde, ey, oh. Wäre man schnell im Gefängnis. Aber es lohnt sich so immer so mega, in The Elder Scrolls zu klauen. Kann man den töten? Ah, der rote Berg. Wie schön. Ah, das ist jetzt schon bei Moor. Oh, das ist ja mega winzig. Ich hätte gedacht, das wäre größer geworden. Okay. Naja, es ist ja auch nur ein MMORPG. Es ist kein neues Elder Scrolls. Der Carwash. Bald sind wir wieder voll. Also das erste Mal voll, aber. Ich habe keinen Schlick. Stacheln machen nichts. Wie erwartet. Das sind Vorgänge vom Schlick. Also, ja, die Schlick haben viel größeren Körper. Vielleicht ist es einfach ein magerer Schlick. Ja, ganz mager. Okay, wir gehen zum Questgeber. Hallo. Ich fass. Ihr seht mir wie jemand Reiselustiges aus. Seid ihr bei euren Exkursionen vielleicht einer jungen Dunkelelfin namens Veya begegnet? Sie verschwand vor 2 Wochen und ihr Vater sucht verzweifelt nach Informationen zu ihrem Verbleib. Ich glaube nicht, dass ich jemanden namens Veya gesehen habe. Das ist eine Schande. Ihr Vater Eris ist der Hausratsherr hier in Balmora. Und er hat versprochen, jeden zu belohnen, der seine Tochter findet und sie sicher zu ihm zurückbringt. Ja, aber für mich ist es, also, dass es direkt eine Schande ist, oder? Das ist ja traurig. Vielleicht ist sie einfach ausgerissen mit einem Lover. Also bitte, muss doch keine Schande sein. Könnt ihr mir weitere Informationen geben? Ihr solltet mit Ratsherr Eris sprechen. Er hat das Sippenhaus geöffnet, um mögliche Rekruten zu befragen. Alles Freiberufler sozusagen. Falls ihr Interesse habt, dann sprecht mit dem Ratsherrn. Je länger Veya verschwunden bleibt, desto verzweifelter wird Ratsherr Eris. Oh, das ist ja ganz nah. Ich werde mit Ratsherr Eris sprechen. Ratsherr Eris findet man im Redoran Sippenhaus. Und beeilt euch. Er macht sich solche Sorgen, weil wir die junge Veya nicht aufspüren können. Wenn er meint, dass ein Außenseiter Erfolg haben kann, wo die Hauswache gescheitert ist, dann soll es so sein. Ihr scheint die Vorstellung nicht zu mögen, dass der Ratsherr sich Hilfe in dieser Sache besorgt hat. Es stört mich nicht im Mindesten, dass sich Ratsherr Eris Hilfe holt. Mir macht Sorgen, woher diese Hilfe stammt. Das Haus Redoran braucht keine Außenstehenden, um sich um seine Angelegenheiten zu kümmern. Doch wer bin ich schon, einen Ratsherrn des Hauses in Frage zu stellen? Ja, das Haus Redoran war eigentlich immer das Highlight von mir. Also, es war aus Telvanni einfach interessanter wegen Magie. Aber das Haus Redoran war einfach, weil man ein eigenes großes Haus hat und so, eigentlich das Beste in Morrowind. Aber jetzt in diesem Spiel möchte ich eigentlich, ja, wenn man das kann, doch eher Telvanni helfen, oder? Hüter und. Ja, Beschwörungen sind eher Telvanni-Style als Redoran natürlich. Aber wahrscheinlich kann man das gar nicht. Also müssen wir dann schauen. Also ich denke eher, man kann es, aber da muss halt Ace auch etwas leisten dafür. Sag mir, was mit Veo geschehen ist. Wenn ich wüsste, was der Tochter des Ratsherrn zugestoßen ist, würde ich nicht mit euch sprechen, oder? Soweit ich weiß, ist sie aus freien Na Stücken eben, gegangen. also. Ja gut, da muss man nicht mehr. Die Texte sind halt schon cool, aber ja, wie man ja Wisst vorwärts kommt. ihr, ich bin in Ostmarsch geboren und aufgewachsen. Nach der Gründung des Pakts bin ich nach Vardenfell gezogen. Doch sobald ich genug Gold beisammen habe, mache ich mich nach Orsinium auf.
Eine ganze Stadt von und für Orks. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, ja. Es ist ja, dass eigentlich, jo, Spiele erst nach einiger Zeit Spaß machen. Das ist ein ESO. Auch wegen dem vielen Reden, was man reden muss und so, am Anfang halt noch nicht so der Fall. Also jetzt bin ich noch nicht so gehypt. Ich möchte euch einfach die Sachen dann irgendwie später dann ausführlicher machen mit einem neuen Charakter. Aber jetzt mit dem ersten Charakter erstmal etwas Tolles erreichen. Also mal das Endgame eher ein bisschen erreichen. Weil sonst schlafe ich dann noch ein während der Aufnahme. Das ist auch nicht so gut. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Also ich weiß, dass es toll ist. Es gibt aber auch viel Kritik. Vor allem eben, dass es halt nicht so ein MMORPG ist, also dass man nicht so mega die Spiele bekloppt und ja, Raids macht oder vor allem PvP ist halt in diesem Spiel jetzt auch nicht so der Burner. Ich werde es trotzdem mit euch machen, aber dafür brauche ich euch und deshalb mache ich jetzt mal ein bisschen vorwärts. Ich suche gerade dieses Haus, aber irgendwie habe ich keine Questmarke. Also einfach, dass ihr wisst, dass ich jetzt ein bisschen vorwärts mache, damit ich später nicht so vorwärts machen muss. Ja gut. Okay, ich brauche kein Wesen über Schlachterbüchendocke. Weil, ja, der Elder Scrolls Online ist eher ein Rollenspiel als ein MMORPG. Das heißt, es wird eher Fokus auf wirkliches Rollenspiel geachtet und deshalb mache ich auch ein Let's Roleplay. Und nicht ein Let's. Ja. Let's, ich spiele alles durch. Let's 100%. Und später dann. Ja, wir müssen die Kriegerskille aufsuchen. Hä? Machen wir doch das mal. Auch wenn ich nicht Krieger bin, wird mir das hoffentlich trotzdem helfen, dass ich dort ein paar Quests mache. Aber so kommt man im Land herum. Also Morrowind werde ich jetzt bis Greymoor kommt sicher noch durchmachen können, hoffentlich. Nils, ja, ist halt, bitte, wenn du nur zuhören das Problem ist würdest, halt, pass auf dich auf, Vater. Darin warst du immer gut. Genau. Also ich weiß, dass das Spiel recht toll wird, wenn Gegner auch etwas aushalten und so, wenn man es Käse hat. Aber das ist am Anfang halt einfach nicht der Fall. Wenn man mit diesem Klippenläufer anzugreifen und mit Zählenfalle ist jetzt natürlich nicht so toll. So. Ja, das ist das Haus. Machen wir mal die Quest. Wir haben nämlich hier... Oh, sehr chillig. Voll gechillt, ey. Hallo? Niemand will mit mir reden. Ich bin so ein armer Kerl. Ja. Ich sehe auch noch hässlich aus. Also mit der Maske. Ratsherr Aerys. Ja? Gibt es etwas, was ich für euch tun kann, Fremdländer? Ja, Feldwebel. Raldrius schickt mich. Er meint, ihr bräuchtet Hilfe bei der Suche nach eurer Tochter. Meine Tochter ist schon zu lange verschwunden. Und die Hauswache könnte wohl nicht einmal zwei Mauern in einer Ecke finden. Okay. Doch warum sollte ich euch mit dieser Aufgabe betrauen? Verratet es mir, Fremdländer. Wie wollt ihr Erfolg haben, wo meine Truppen ein ums andere Mal versagen? Es scheint, als würde eure Tochter eure Leute und deren Vorgehensweise erkennen. Mich kennt sie nicht. Eine interessante Erkenntnis. Vielleicht könnt ihr meine Tochter finden. Wer kann auf sich selbst aufpassen? Aber ein Vater sorgt sich eben. Ihr versteht schon. Wie dem auch sei, ich stimme eurer Einschätzung zu. Deshalb bin ich überhaupt bereit, Hilfe von außen einzubeziehen. Ja, Sir Aerys, wieso können nicht andere Hunderttausende von Spielern helfen? Wieso muss ich helfen? Aber gut. Nein, es ist natürlich klar, dass jeder die Quests selber macht. Erzählt mir, was geschehen ist. Leia ist nach einem Familienstreit davongelaufen. Ja.
Das ist nicht das erste Mal, dass sie ausreist, aber ich sorge mich, dass sie diesmal ein etwas dauerhafteres Fernbleiben planen könnte. Und ein gefährlicheres. Wea weiß, wie sie der Hauswache entgeht. Aber wie ihr schon sagtet, euch kennt sie nicht. Also, in Ordnung. Ich werde versuchen, eure Tochter zu finden. Hauptmann Blinkwan leitet den Versuch des Hauses, meine Tochter ausfindig zu machen. Ihr solltet mit ihm sprechen und herausfinden, was seine Ermittlungen bisher ergeben haben. Um diese Tageszeit patrouilliert er wahrscheinlich auf dem großen Platz. Briwans Soldaten haben versucht, Informationen aus Veyas Freunden herauszuholen. Aber diese jungen Männer und Frauen sind beinahe genauso gut darin, der Hauswache auszuweichen, wie meine Tochter. Das ist langweilig. Gut. Das ist eine Privatangelegenheit. Falls eure Untersuchung sich als fruchtbar erweist und derlei Dinge relevant werden, können wir gerne solche Einzelheiten besprechen. Aber nicht vorher. Ja, ist gut. Hey, der nervt. Unglaublich, kann man das ausstellen? Option, fehlte Sagen, Flüstern, Aktion, Gebiet, Rufen. Ist es Rufen? Ich mache jetzt einfach Rufen, also ich muss jetzt wirklich... Für die Leute, die mich kennenlernen wollen, in-game oder so. Der hat eine coole Frisur, also Farbe. von der Frisur. Der kann mich eben anflüstern, aber rufen muss ich echt nicht sehen. Haben nicht Wertschätzungen oder, ja, also einfach BTB. Solche Handelssachen müssen uns nicht belästigen. Gut, ja, ich werde eben wahrscheinlich auch wieder so ziemlich solo Selfhound, ja, eher mit Freunden Selfhound spielen. Und deshalb muss wirklich so etwas gar nicht stehen. Gut, weil ich spiele wirklich langsam. Ich muss nicht irgendwie so mega schnell der Beste sein. Aber dennoch muss ich natürlich auch nicht alles machen. Für euch ist es momentan sicher nicht auch jetzt, besser, wenn ich jetzt nicht was alles vorlesen lasse. Dann so. Sucht nach der Hauswache. Ratsherr Aerys schickt mich, um Erkundungen über die Suche nach seiner Tochter einzuholen. Ihr müsst einer von diesen Außenstehenden sein, die der Ratsherr angestellt hat, um die Hauswache bei ihren Pflichten zu unterstützen. Wohlan denn. Ich werde euch erzählen, was ich weiß. Veya ist ausgerissen. Wieder einmal. Ich hoffe, ihr habt Erfolg, wo meine Truppen versagten. Wenn Veya etwas zustößt. Klingt, als wäre das eine persönliche Angelegenheit für euch. Ich kenne die Familie Relet seit meiner Kindheit. Veya ist wie eine Schwester für mich und ich werde alles tun, damit sie unbeschadet nach Hause zurückkommt. Ich werde sogar einem Fremdländer vertrauen. Wir glauben, dass ihre Freunde wissen könnten, wo sie ist. Aber sie gehen uns ständig aus dem Weg. Vielleicht sind ihre Freunde weniger misstrauisch, wenn ich an sie herantrete. Vielleicht. Solange ihr ihnen nicht zu nahe kommt. Sie schicken in jüngster Zeit Notizen per Läufer herum. Ich glaube, das hat etwas mit Veya zu tun. Aber die Läufer schaffen es, immer meinen Wachen auszuweichen. Haltet Ausschau nach dem Treffen einer Gruppe am anderen Ende der Stadt und seht, ob ihr an der Notiz dranbleiben könnt. Ich werde sehen, ob ich der Notiz folgen kann. Falls ihr Veyas Freunde findet, dann denkt daran, auf Abstand zu bleiben. Ihr wollt nur den Notizboten ausmachen und ihm dann zu jener Person folgen, die diese Nachrichten empfängt. Das ist der Schlüssel dazu, Veya zu finden. Falls ihr das nicht schafft, keine Sorge. Das Haus kann sich darum kümmern. Nee, das schaffe ich schon, hoffentlich. Also Abstand halten, Notizboten ausmachen und ihn dann zu jener Person folgen. Okay. In der anderen Seite der Stadt, das müsste eigentlich hier hinten sein. Ich finde die Redoron-Wachen so geil. Weil die haben ungefähr den Style von Morrowind, der jetzt gerade nicht, aber ein anderer mit Helm.
einem länglichen Helm gegen hinten. Und das ist natürlich schon ein Highlight. Also stehen vielleicht, ja, Einsteiger noch nicht so, aber ja, genau hier. Die liefen auch immer so herum, mit sogar noch größeren Helmen hier. Ein bisschen runter. Und finde ich so geil. Oh, der Hund. Es ist so geil, dass auch Tiere wirklich in The Elder Scrolls Online sind. Es fehlt mir in anderen Games eigentlich so ein bisschen. Es muss auch Tiere auf den, ja, in den Städten geben und so weiter. Ich glaube, die Quest hatte ich gehasst. Beim Dieb war ich natürlich schon sehr, ja, unkonzentriert war damals. Richtig gehypt war. Ja, damals habe ich einen Livestream, glaube ich, noch gemacht und so. Es ist nicht so viel gewesen. Aha, hier. Aber, nein, das ist eine, auch wieder eine Magiergilde. Das ist ja das für uns, oder? Okay, Magiergilde. Hungert ihr nach Wissen? Die Magiergilde sucht nach den talentiertesten, klügsten und fähigsten, um sie in die Reihen aufzunehmen. Seid ihr aus dem richtigen Holz geschnitzt? Sucht Gurin Nure in der Gildenhalle von Vivek im Kanton des heiligen Delrin auf. Kanton ist ja der Name für Bundesland in der Schweiz und ja, Kanton sind wahrscheinlich die verschiedenen Inseln. Heiligen Delrin ist, glaube ich, in Morrowind gar nicht dabei gewesen. Da gibt es so Arena und Neuländer, irgendwie so etwas. Bezirk und Redoran-Bezirk, aber Delwin war damals nicht. Ich sollte Gurin nur in der Magiergilde aufsuchen. Okay, aber wo ist jetzt genau die Quest? Kann man das schauen? Jetzt das haben wir jetzt eigentlich nicht so. Ja, ich will eigentlich nur die Map haben. Also das ist wahrscheinlich mit M. Ja, dort, okay. Und wir sind hier unten. Hä? Doch auf der anderen Seite. Nein! Nicht im Wasserfall runter. Wir sind sowas von. Natürlich, wir gehen nicht die Wege, wir gehen hier oben drüber. Also ich möchte euch sagen, dass ich eben so ziemlich alles liebe, jetzt gerade in Morrowind. Ich sage dazu einfach, dass wir jetzt momentan in Morrowind bleiben, keine anderen machen, aber genau das ist das Wichtigste, ist momentan irgendwie 6 Jahre These oder so, kann das sein, 6 Jahre. Und dafür haben wir einfach einen zu großen EXP-Anstieg, weil wir, glaube ich, 100% mehr haben, dann noch 50% wegen dem Narrenfest oder so etwas. Ich sage jetzt einfach das mal, also das müsste nicht stimmen, könnte wahrscheinlich nicht stimmen, aber damit ich einfach jetzt etwas sagen kann. Und, da sieht man die so ganz, ja. Alte Beerdigung, da unten ist wie weg. Alte Velote kenne ich auch noch am besten. Aber hier ist ja dort diese Stadt, mit zwei Namen und mit G. Suran ist noch hier. Ah, wie geil. Und hier sind die Telvanis. Und Haus Redoran war, glaube ich, irgendwo hier oben, also das Haus von ihnen. Genau. Also, was ich noch machen wollte, ist nachschauen, ob es irgendwas steht mit dem Event. Nachrichten. Okay. Also jetzt einfach bis Greymoor erscheint, denke ich mal, schon Morrowind durchhaben. Dann noch Livestreams machen werde, wenn ich dann alleine wohne. Das ist leider jetzt momentan gerade nicht so schnell möglich wieder. Aber da ich ja jetzt bald arbeiten gehe, dann ist es bald möglich. Es ist zwar schlecht, weil ich jetzt momentan mit Rente, mit Krankenrente lebe, kann ich kein größeres Haus als zwei Zimmer leisten. Ich möchte gerne ein drittes Zimmer haben, also zwei Schlafzimmer, damit ich einen Aufnahmeraum habe. Und bis dann mache ich nämlich kein neues Haus, also keine neue Wohnung, meine ich.
Sonden. Es ist wichtig. Lasst ihn nicht in die Hände des Hauses Redoran fallen. Dann kann ich auch leisten. Okay. Falls ihr glaubt, verfolgt zu werden, geht der Chat eigentlich aus, ey. Unglaublich. Ich mach mal ein NSC und alles aus. Machen wir Gebiet noch aus, das wird sicher nicht irgendwie so wichtig sein. Aktion. Gruppen und so. Soll ich anlassen. Und jetzt? Ja. Er heißt einfach neue Reiter. Aber jetzt ist es weg. Ja, gut. Aber sollte auch nicht anbleiben, der Chat. Jo, jetzt weiß ich nicht, was ich hier machen soll. Ich habe hier einfach eine Markierung. Habt ihr schon gehört? Das Haus Redoran hat die Moraktong angeschwärzt. Ist das nicht dreist? Was ist die Moraktong? Unsere offiziell genehmigte Assassinengilde. Oh, da läuft nichts unter dem Tisch. Das ist sogar nötig. Das erlaubt es den Häusern, ganz ohne kostspielige Kriege und massive Verluste ein wenig Dampf abzulassen. Die Moraktong ist hochprofessionell und ganz und gar nicht wie diese verrückte dunkle Bruderschaft. Ja, gut. Warum spricht Haus Redoran dann so schlecht über sie? Natürlich deshalb, weil es derzeit das Haus ist, das die Dolchspitzen zu spüren bekommt. Wartet es nur ab. Sobald ein paar Offizielle des Hauses Lalu die Axt der Moraktong zu spüren bekommen, werden die Redoran sagen, die Assassinen seien der größte Segen fürs Geschäft seit der Zähmung der Quarma. Okay. Ich möchte noch mal ein bisschen Sound, weil ich höre es nicht so gut, was die reden. Deshalb das mal runter und das alles mal hoch. Und dann sollte eigentlich es auch ein bisschen lauter für mich sein. Weil ich drehe jetzt noch ein bisschen hoch am Rad, so. Wow. Wieso haben die das so minimiert, dass es so leise ist? Die Redoran sind Skever, allesamt. Und ich werde gegen jeden kämpfen, der versucht, mir etwas anderes zu... Ist jetzt schon allgemein ein bisschen zu leise geworden. Ich hoffe einfach, in der Aufnahme ist das nicht so. Aber die Gesamtlautstärke macht halt viel aus. Die müssen wir schon noch ein bisschen oben halten. Also. Einfach jetzt, weil es jetzt auch schon wieder spät ist von Videolänge. Aber jetzt noch ein bisschen testen. Also wir sind jetzt hier angekommen. Jetzt ist ein großer Kreis. Das heißt also, wir müssen sie jetzt zuerst suchen hier. Aber man sieht eigentlich sehr wenig, wohin wir müssen. Also ist gar keine Markierung. Ja gut. Aber wahrscheinlich ist es einfach am Ende statt jetzt. Dass es ungefähr hier ist. Wir müssen Löwen finden, ja, das ist der Postboot, also der Bote, aber wie erkennt man einen Boten? Es ist wieder ganz normal, dass man einfach nicht versteht, was man hier machen muss, in jedem MMORPG eigentlich. Ich dachte, die sind irgendwo hier. Das letzte Mal hat es hier eine Gruppe gehabt. Wohin ist denn die? Es gibt keinen Boden. Vielleicht den hier? Ist das ein Bote? Der geht jetzt gerade hier runter. Ne, das ist einfach ein normaler Mensch, ein bisschen. Okay, der will ein Fass. Also das ist es sicher nicht. Aber wo sind Boten? Wie sehen die aus? Sicher so Leder oder so. Was ist das denn Boten? Wir sollten auf etwas trinken. Ja, also ich kenne Boten so mit Leder oder Tuch, so ein. Ja.
mit Gepäck halt und so Sachen. Aber ja. Also reden wir noch kurz mit jemandem. Sag mir, meint ihr wirklich, ihr habt das Zeug dazu, euch in der Magiergilde auszuzeichnen? Ja, was ist die Magiergilde? Die Magiergilde bietet eine sichere Zuflucht für das Studium von Geschichte und Magika. Um genau zu sein, besteht eines unserer derzeitigen Projekte darin, die Weisheit... Hervorragende Entscheidung. Ich ernenne euch hiermit zu einem Mitglied der Magiergilde von gutem Leumund mit allen Privilegien, die eine solche Mitgliedschaft mit sich bringt. Ihr mehrt euren Ruf durch jedes Buch, das ihr findet, und jede Büchersammlung, die ihr vervollständigt. Er hat Leumund gesagt, aber es heißt Leumund. Okay. Ja, also Sammelbücher. Gut, also. Ja, ich bin auch ein bisschen skeptisch bei manchen Sachen, Dingen, die es in die Elder Scrolls Online halt noch gibt. Aber allgemein ist es natürlich schon ein super MMORPG. Also ich sage jetzt mal ja ungefähr so das zweite, dritte Beste. Andere haben mir jetzt nicht so gefallen, wie zum Beispiel World of Warcraft, aber Elder Scrolls Online könnte mein MMORPG werden. Aber eben ist es. Okay. Jo. Ich muss zuerst reinkommen. Ich kann erst definitiv sagen, wenn ich wirklich auch im Endkonten angelangt bin und so. Am Anfang ist es halt noch ein bisschen langweilig. Oh cool. Lichtenschreiter. Geil. Jo. Also, dann bis zum nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Ihr schaut weiterhin zu, denke ich mal. Wisst es nicht. Ich brauche es nicht unbedingt, aber ich bin halt Sportler und dann bin ich natürlich immer glücklicher, wenn ich dann im Let's Play auch noch ein bisschen besser ankomme. Weil momentan geht es halt wieder zurück mit dem Aufnahmen, da ich weniger Regnum aufnehmen kann. Wegen den langen Levelzeiten und so. Und dann bin ich eigentlich glücklich, dass ich da noch ein anderes MMORPG habe wie die Elder Scrolls Online. So, tschüss und nächsten Part gehen wir nach Vivec. Tschüss.